zu meiner ersten Vernissage. Das ist für mich aufregend und für Sie vielleicht auch ein bisschen. Meine erste Ausstellung, die ich hier mache. Und ich freue mich riesig, dass Sie alle hier so zahlreich erschienen sind. Verwandtschaft, Freunde, die Jüngste, meine Nachbarin. 7 Jahre alt, wissen Sie, wie das richtig? Genau, ne? Also alle sind Sie da. Noch eine etwas erwachsenere Nachbarin. Ja. Und ja. Ich will es eigentlich relativ kurz machen, aber vielleicht so ein paar Sachen einfach. Manche von Ihnen kennen mich ja auch noch gar nicht. Vielleicht fragen Sie sich, ja, wie ist denn die Christiane oder die Frau Welz, je nachdem, wie ist sie denn überhaupt zur Malerei gekommen? Haben mich auch viele gefragt, so, wir wussten das gar nicht, dass du malst und so weiter. Und ja, wann fing das eigentlich an? Und dann habe ich mal so drüber nachgedacht. Als ich in der 8. Klasse war, ich muss zugeben, also davor Kunstunterricht, das war nicht so meins. Also ich fand das immer irgendwie, keine Ahnung, also hat mir nicht so viel Freude gemacht. Und dann kamen wir in der 8. Klasse einen Künstler, Gerhard Tagwerker, ist ein Bildhauer, der zum Beispiel auch den Bamberger Reiter restauriert hat, der gerade so im süddeutschen Raum auch in Kirchen viele Statuen und Steinmetzarbeiten gemacht hat. Und der war also unser Kunstlehrer. Der hat dann auch mal was ganz anderes mit uns gemacht. Er hat nämlich gesagt, wir machen jetzt mal eine Maske. Und dann hat er Zeitungspapier angebracht, Kleister und so weiter. Ne? Das fand ich schon mal total toll, da so Pappmaché herzustellen und da rumzuwurschteln. Klar flogen da auch manchmal irgendwelche Kleisterbällchen durch die Gegend, aber es hat uns allen viel Freude gemacht. Als dann die Maske fertig war und geformt war, haben wir die auch mit Farbe angemalt. Und ich habe da so vor mich hingearbeitet mit Farben und so weiter. Und auf einmal kommt er zu mir und sagt, ja, Christiane, das ist ja richtig toll. Dann hat er gesagt, hey, kommt mal alle hierher. Und ich so, was hast du denn jetzt gemacht? Und dann hat er gesagt, schaut euch mal diese Maske an. Die Christiane, die hat da so eine Linie gemacht zwischen den Augenbrauen und der Nase und wieder zu den Augenbrauen zurück. Das ist ja richtig gut. Und ich so, oh okay, habe ich wohl einfach so zufällig gemacht. Und das war dann irgendwie so ein Moment, wo ich gedacht habe, naja, kannst ja vielleicht doch kreativ sein. Dann habe ich so das ein oder andere während meiner Schulzeit, sagen wir mal, eher gebastelt oder auch mal was mit Ton gemacht. Naja, und wie das Leben so ist, dann setzt man andere Schwerpunkte und habe das nicht groß weiterverfolgt. Und dann war ich 2008, also das ist jetzt schon immerhin in diesem Jahrtausend, war ich bei einem schönen Urlaub, einem Wanderurlaub in der Provence. Und das war so kombiniert. Wir waren in einem alten Kloster und da hatte die Veranstalterin dann einen Maler dazu bestellt. Und wir haben dann also vormittags mal gewandert und nachmittags hatten wir immer so ein paar Stunden zu malen. Und da habe ich gedacht, hey, das ist cool. Und wenn du also in der Natur bist und dann konzentrierst du dich auf dein Bild, da kommst du auch ein bisschen runter. Ja, und da habe ich gedacht, also irgendwie müsstest du da eigentlich mehr machen. Dann hat sich das aber wieder hingezogen. Ne? Dann kam irgendwann Corona, da habe ich das dann so für mich selber auch ein bisschen ausprobiert. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, jetzt mach mal was. Und dann bin ich letztes Jahr, so ungefähr um diese Zeit, habe ich dann mal hier bei der Galerie Denke vorbeigeschaut und habe jetzt eben 2024 auch das ein oder andere hergestellt, produziert, gemalt. Die Ausstellung oder die Werke, die wir hier zusammengestellt haben, tragen ja den Titel Vielfalt, Farbe und weiße Linie. Ja, diese weiße Linie. Also Linie ist halt eine Linie. Notenlinien gibt es, man schreibt auf Linien. Ne? Am Anfang, wenn du so, ne, da gibt es also ganz viele Linien in der Grundschule, wo man dann da so die Buchstaben lernt. Aber Linie ist ja nun mehr als nur eine visuelle Form. Die Linie gibt ja auch Lebenslinien oder verkörpert ja auch den Fluss des Lebens, was in Linien auch eine gewisse Dynamik sein kann. Das Leben nimmt ja ab und zu Wendungen, mal positive, mal auch kleine Niederschläge, aber das Leben geht immer weiter. Dann habe ich auch eben Objekte in meine Kunst integriert. Ich darf euch gerade mal so ein bisschen hier. Dieses Holz hier. Das habe ich in der Tat dieses Jahr. Februar war ich im Schwarzwald wandern und wir hatten einen ganz tollen Wanderführer, einen sehr engagierten Biologen und der hat uns dann immer ganz viel erklärt. Und auf einmal stand er dann da, zeigte uns so ein Holzstück und sagte, hier, ja, der Borkenkäfer, Problem im Schwarzwald. Buchdrucker wird er auch genannt, weil der ja hier so tolle Formen reinmacht und weil der seine Spuren hinterlässt. Da habe ich gedacht, wow, das sieht echt interessant aus. So ein Holzstück hätte ich auch gerne.
Und dann habe ich auf den Boden geguckt und habe eben dieses Holzstück gefunden und habe dann zu Herrn Denke gesagt, also ich habe da so ein Objekt gefunden, da möchte ich gerne was draus machen. Und so ist dann dieses Bild entstanden. Ja, der Buchdrucker hat, obwohl so ein kleines, eigentlich von Schenkling ist so ein Inzident, aber er hat doch auch seine Spuren hinterlassen. Und dann habe ich eben gesagt, okay, meine Spuren kommen jetzt dazu. Da ich ja nun mal kein Käfer bin und nicht nirgends durchfressen kann, habe ich eben Tusche genommen, einen Füllhalter und habe hier Worte geschrieben. Einmal horizontal, einmal vertikal und so auch meine Spuren mit denen des Borkenkäfers oder des Buchdruckers verknüpft. Also auch wieder Linien gemacht. Ja, und weil mich das mit dem Holz so fasziniert, sind dann noch zwei weitere entstanden. Und ist einfach für mich eine schöne Sache, Dinge aus der Natur mitzunehmen und je nachdem dann auch künstlerisch zu verarbeiten. Vielleicht noch so ein paar Gedanken zur weißen Linie. Linien können ja trennen. Grenze, da ist eine Linie, da darf man nicht drüber. Ne? Ist ja auch manchmal beim Sport so, ne? Muss man die Linien einhalten. Gibt ja auch beim Fußball Linienrichter und so Leute, die das immer sehr, inzwischen sogar Videobeweise und so Sachen. Ja? Also da sind Linien was ganz Striktes. Aber Linien können ja auch verbinden. Die führen ja auch irgendwo hin. Und dann zeigt eine Linie, oder wenn man die Linien kombiniert, die eröffnen ja auch einen Raum. Und diesen Raum kann man füllen. Ich habe den jetzt mit Farbe gefüllt, mit Formen, habe ich einfach mal so gemacht. Aber das Entscheidende ist, wenn Sie die Bilder jetzt nachher in Ruhe betrachten, dann schauen Sie doch mal hin, was Sie da sehen. Dann entsteht dann ja ein Raum für Sie. Denn nicht nur der Künstler ist wichtig, der das Werk schafft, sondern der Betrachter ist gleichermaßen wichtig. Und auch beim Betrachter ist es ein kreativer Prozess. Das kann sein hier, dass bei Felicitas, ne, weiß ich nicht, was du da drin siehst und an was dich das erinnert. Das mag jetzt bei jemand anderem, ne, hier Peter zum Beispiel, etwas ganz anderes sein. Aber das ist genau die Freiheit, die uns die Kunst ermöglicht. Die Farbe Weiß habe ich auch ganz bewusst gewählt. Es wird ja viel von Linien im Moment gesprochen, aber mir war es ganz wichtig, Weiß zu nehmen. Denn Weiß, wir denken an Picassos Friedenstaube, steht für Frieden, steht für Verständigung und steht auch dafür, dass Menschen aufeinander zugehen. Ja, die UNO-Blauhelme, wir haben zwar blaue Helme, aber die weiße Friedensflagge ermöglicht immer ein Aufeinanderzugehen. Und das ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges und absolut Notwendiges in unserer heutigen Zeit. Ich freue mich, wenn wir nachher ins Gespräch kommen. Ich will das jetzt mal hier mit Kunst lassen, dass Sie nicht zu lange zuhören müssen. Aber bei einer Eröffnungsrede möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken. Bei allen lieben Menschen, die mich in den letzten Wochen und Monaten unterstützt haben und immer wieder ermuntert haben. Und drei möchte ich besonders erwähnen. Da ist zum einen Thomas, der mir die Gläser geliehen hat. Ich habe leider nicht so viele Sektgläser, dass sie nachher alle auch ein Glas in der Hand halten können. Der kann leider heute nicht da sein, weil er Skifahren geht. Weil er beim Skifahren ist, was ja was total Schönes ist. Ja, und das, ich wünsche ihm da viel Freude. Und dann habe ich mir gedacht, ach, der macht doch auch so was Ähnliches wie ich. Der macht halt keine weißen Linien auf die Leinwand, der macht so ein paar Linien in den Schnee und hinterlässt auch seine Spuren. Die zweite Person ist meine liebe Freundin Monika, die mich immer unterstützt in allen Lebenslagen und die heute da ist und hier Getränke etc. mich da so supportet. Also ganz lieben Dank. Und last but not least, wir sind hier in der Galerie Denke. Wir haben hier einen schönen Raum, diese Vernissage hätte ja überhaupt nicht stattfinden können, wenn nicht Herr Denke zum einen die Galerie hier zur Verfügung gestellt hätte und der, wenn er mich auch nicht immer wieder ermutigt hätte und gesagt hätte, ja, machen Sie die Ausstellung. Also es ist ja nicht so, dass man das so einfach sagt, das sind ja schon so Auf und Abs und dann hat man auch mal so seine Zweifel, aber durch die Unterstützung von Herrn Denke stehen wir heute alle hier in dieser schönen Galerie und da möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Dann habe ich noch so ein Herz. Dann habe ich noch so ein persönliches Anliegen. Ja, wir sind heute im Zeitalter von Social Media und Handys und so weiter. Sie dürfen auch gerne mit Ihren Handys Fotos machen, wenn Sie das mögen.
Andererseits ist auch mal schön, dass wir heute die Handys weglassen können, weil ja, wir sehen die Werke direkt, wir können in persönlichen Austausch miteinander gehen. Wer aber Lust hat und sagt, ach, ich bin da so aktiv und ich mache da gerne so ein kleines Filmchen und sagt da irgendwas dazu, ne? So diese Shorts oder Clips oder wie die alle heißen, die man da heute so kriegt, oder Reels oder whatever, ja. Gerne dürften Sie das machen. Wenn Sie mögen, komme ich auch dazu und dann würde ich mich riesig freuen, wenn ich die auch zugeschickt bekäme. Wer das nicht möchte, ich habe es auch noch ganz konventionell und das ist mir echt ein persönliches Anliegen. Ich habe da so ein Gästebuch hingelegt. Gästebuch ist zwar so ein bisschen oldschool, aber da kann man auch ganz persönlich was reinschreiben, die Seite wieder umschlagen und ich glaube, das hat für mich einfach eine Bedeutung, wenn ich mich jetzt gerade vielleicht mal in der Zeit zwischen den Jahren, wenn es ein bisschen ruhiger wird, hinsetze, beim Gläschen Wein, eine Tasse Tee, Kerze anzünde, das Gästebuch durchblättere und dann sehe, wer denn alles da war und was der ein oder andere mir auch reingeschrieben hat. Also ich möchte Sie ganz herzlich ermutigen und bitten, dass Sie mir da eine Nachricht hinterlassen. Da liegt auch noch so ein Zettel für E-Mail-Adressen. Ich werde ein Newsletter machen. Wenn jemand da Interesse hat, gerne dort die E-Mail-Adresse reinschreiben. Und dann nehme ich die E-Mail-Verteiler auf und seien Sie sicher, also die werden vertraulich behandelt und darf. Ich schicke auch immer alles, so dass kein anderer Ihre E-Mail-Adresse sehen kann. Aber dann werden Sie einfach nochmal darauf hinweisen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Nun freue ich mich auf einen inspirierenden Abend mit Ihnen, vor allem auf gute Gespräche, gerne Fragen an mich, Austausch. Und wir holen uns jetzt alle ein Glas Sekt, ich habe noch keins in der Hand, und stoßen miteinander an. Und ich